Oh. Ah. Oh, das war lecker, ne? Eine komplette Ananas mit Schale. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ich habe gerade übelst Hunger, deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele eine App, die was mit Essen zu tun hat. Ziemlich gute Idee. Dieses Spiel heißt Hoka Kitchen. Das Spiel ist ab 3 freigegeben, das heißt, es ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. So wie YouTube meinen Kanal in letzter Zeit behandelt, wird das Video wahrscheinlich trotzdem ab 18 freigegeben sein. Wir klicken einfach mal auf Play und jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Leuten. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal dieses Mädel hier oben, der Teller dreht sich, wir sehen rechts unten einen Pfefferstreuer eingeblendet, der das ganze Ladesymbol darstellt. Das ist sie! Und das ist unser Kühlschrank. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einer richtig geilen Ananas, die wir hier auf den Teller schmeißen. Und ich würde sagen, Kollege, du isst jetzt einfach mal... Kann sie das essen? Oh, das war lecker, ne? Eine komplette Ananas mit Schale. Aber ich werde ja nicht umsonst Meisterkoch genannt. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal erstmal eine Karotte, stell die hier hin und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach rechts, weil rechts können wir nämlich jetzt beispielsweise zu dem Messer gehen und wir nehmen das Messer und schneiden jetzt die Karotte hier mal so ein bisschen durch. Das hier oben können wir abschneiden, das kommt nämlich weg und das hier schneiden wir noch so ein bisschen. Warum ist denn jetzt weggeflogen? Hä? Ich schneide es durch und es fliegt einfach alles weg. Ich habe jetzt hier die Karotte liegen, das heißt, ich gehe jetzt rüber zum Kochtopf und... Ja, wow, jetzt mache ich eine Karotten... Topf hier oder was? Na gut, okay, was haben wir hier unten? Wir haben hier unten Salz und Pfeffer, das heißt ein bisschen Salz noch in die Suppe mit rein. Dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer mit rein. Kann ich da noch reinscheißen oder so? Ich kann nicht reinscheißen, aber es sieht so ein bisschen so wie Dünnsches aus. Also ich packe mal so ein bisschen Sojasauce hier rein. Ich meine, wer kennt's nicht? Heißes Wasser mit Karotten und Sojasauce. Immer wenn Freunde bei mir sind, koche ich tatsächlich auch so. Deswegen will wahrscheinlich auch keiner mehr bei mir essen. Noch ein bisschen Ketchup in die Suppe. Leute, wer kennt es nicht? Meine Gotte, Düte, das ist Hammer, ne? Hammer. Einfach nur der pure Hammer. Ach, ich treffe gar nicht, scheiße. 2000 Jahre später. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt mal ein bisschen genug Ketchup da drin. Jetzt gehen wir mal wieder zurück und jetzt hat sie da die Karotten und die pustet sie jetzt erstmal ein bisschen trocken und ein bisschen kalt und das würde ich sagen, nehmen wir das mal. Ich halte ihr das mal in die Fresse und jetzt kannst du es nämlich essen. Ihr schmeckt's. Für das nächste nehmen wir hier mal eine Zwiebel. Oh mein Gott, die Zwiebel ist fast so groß wie ihr Kopf, Alter. Was passiert, wenn sie die Zwiebel einfach so komplett isst? Oh, sie kotzt. Wir nehmen trotzdem mal einfach jetzt eine Zwiebel. Dann nehmen wir hier noch ein paar Pilze. Und ich würde sagen, dann nehmen wir noch so ein bisschen Fleisch. Und dann machen wir das jetzt erstmal ein bisschen zerhackend. Das Fleisch wird jetzt so ein bisschen hier in Scheibchen geschnitten. Und dann machen wir nämlich gleich so eine Gemüsepfanne daraus. Alles hier schön klein schneiden, damit sie das gleich schön essen kann. Hier so, das hier noch so ein bisschen durchschnibbeln. Und das hier vorne auch noch so ein bisschen. Wir gehen wieder zurück. Und jetzt nehmen wir nämlich als nächstes den Pilz. Ich hasse Pilze. Wieso mache ich das? Den Pilz schneiden wir auch so ein bisschen durch, damit sie sich dann natürlich nicht dran verschluckt. So, der Pilz ist jetzt auch jeden Moment gleich komplett mal durchgeschnitten. Wie lange dauert das denn hier, Alter? Und als letztes noch die Zwiebel. Die Zwiebel hacken wir jetzt auch mal so ein bisschen klein, weil ihr die ja vorhin... Die hat auch vorhin überhaupt keinen Bock auf Zwiebeln gehabt. Wieso packe ich denn jetzt noch eine Zwiebel mit rein? Ich finde es halt wichtig, dass wenn man ein Brettchen hat, dass man daneben schneidet. Also das ist halt, als Profikoch macht man das so. Alles klar. Wir haben alles klein geschnitten, gehen dann jetzt mal zur Pfanne und jetzt können wir, glaube ich, hier unten nichts machen. Wo ist der Scheiß denn jetzt? Ich habe das jetzt alles klein geschnitten und es ist einfach weg. Bis ich habe mich gerade 4 Stunden damit beschäftigt, diese scheiß Zwiebel und das scheiß Fleisch zu schneiden und es ist einfach weg. Leute, es ist einfach nicht mehr da. Ich würde sagen, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Ich nehme diesmal aber einfach mal nur das Fleisch und schaue, ob das überhaupt damit funktioniert. Also wir nehmen das Fleisch, wir schneiden das jetzt mal so ein bisschen hier durch. So hier ein Stück ab, da ein Stück ab, da ein Stück ab, da ein Stück ab und hier nochmal so quer durch. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und jetzt hat sie nämlich da das Fleisch liegen. Und jetzt packen wir das Fleisch in die Pfanne. Würzen das Ganze mit einem bisschen Salz, dann würzen wir das Ganze mit einem bisschen Pfeffer. Dann nehmen wir noch so ein bisschen Zitrone da drüber, die wir auch noch da drauf hauen. Und Leute, wer hätte gedacht, Ketchup. Ha. Wer kennt's nicht? Oh mein Gott, die Teile sind schon voll rot, Alter. Dann hauen wir das ja alles nochmal so ein bisschen durch die Pfanne. Kann ich das eigentlich... Nein, kann ich nicht. Wir gehen wieder zurück. Jetzt hat sie das auf dem Teller. Und ich würde am liebsten halt mal irgendwas Krasses kochen. So mit Zwiebeln und so wollte ich ja so eine komplette Gemüsepfanne machen. Aber es geht in dieser App nicht. Das fuckt ab. Sie hat auf jeden Fall schon mal das Fleisch auf dem Teller. Das heißt, theoretisch könnte ich ja jetzt die Nudeln nehmen, die Nudeln in den Kochtopf hauen. Ah, jetzt habe ich das Fleisch auch da unten. Okay, jetzt macht alles Sinn. Leute, wisst ihr, was fehlt bei Nudeln im Kochtopf?
Ketchup. Die Nudeln sehen irgendwie nicht so geil aus. Ich dachte, die wären halt so eine komplette Masse dann oder so. Aber ich packe die Nudeln jetzt erstmal hier auf den Teller unten links. Und jetzt versuche ich das Ganze mal noch irgendwie mit einer Kartoffel. Da haben wir nämlich Nudeln mit Kartoffel. Was habe ich denn jetzt getan? Ich nehme mal das Fleisch und hau das hier auf den Teller drauf, weil ich glaube, dass es so dann tatsächlich funktionieren könnte. Das heißt, ich packe die Kartoffel wieder zu... Nein. Oh nein. Nein, das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Das kann nicht sein, als wenn das jetzt alles weg ist. Ein paar Sekunden später. Ich habe so gut gekocht. Und es ist jetzt alles weg. Halt deine Fresse. Leute, ich bin schockiert. Ich kann das Video nicht mehr weitermachen. Das ist zu traurig.